Dritter Spieltag, zweites Heimspiel für unsere Arminia. Zu Gast wird sein der stolze Adler aus Frankfurt. Nach dem Intro schauen wir uns die Eintracht mal ein wenig genauer an. Wir werfen wie immer in der Hinrunde erstmal einen Blick auf die letzte Saison unseres Gegners. Am Ende wurde die Eintracht nur, muss man ja sagen, Fünfter. Mit 69 Toren zählte man zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Nur Dortmund und Bayern schossen mehr. Noch am 28. Spieltag stand Frankfurt auf dem Champions League Qualifikationsplatz 4 und hatte 7 Punkte Vorsprung auf dem BVB. Sogar das direkte Duell in Dortmund konnte man gewinnen. Als dann aber klar war, dass Trainer Adi Hütter sich den Fohlen aus Gladbach anschließen wird, ging es steil bergab. So verspielte man einen komfortablen Vorsprung und trifft nun auf Mannschaften wie West Ham, Marseille oder Lokomotive Moskau, Stadt Real Madrid, Liverpool oder Paris Saint-Germain. Wir kommen aber wieder zurück zum Hier und Jetzt. Die Saison begann, naja, sagen wir es mal freundlich, nicht optimal. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals flog man raus, durch ein 0:2 bei Waldhof Mannheim. Und nein, das war nicht Glück des Tüchtigen, das ging komplett in Ordnung. Daraufhin folgte die 2:5 Auftaktklatsche gegen den BVB bzw. in Dortmund und daraufhin am letzten Spieltag das 0:0 in Augsburg, wo man einfach gesehen hat, die Spielfreude aus der Vorsaison ging einfach komplett abhanden. Ein Grund dafür ist, für mich zumindest, der Trainer Oliver Glasner. Er lässt lieber defensiv spielen und das passt einfach so gar nicht für Frankfurt. Wie gesagt, in der Vorsaison waren sie drittgefährlichste Mannschaft der Liga und jetzt kommt ein Trainer, der eine eher defensivere Vision hat. Aber gut, ich sag mal so, sie haben natürlich auch einen Topscorer verloren. André Silva geht für 23 Millionen Euro zu Robbie Bubble Leipzig. Ansonsten geht noch Frederik Rönne für 1 Million Euro zu Union Berlin und Dejan Jovelic geht für 3,5 Millionen Euro zu LA Galaxy. Von diesem Geld haben sie bisher wenig reinvestiert. 7 Millionen Euro hat man für Jesper Lindström ausgegeben und rund 250.000 für Jens Grahl Teuter vom VfB Stuttgart. Dazu haben sie aber einen wirklich sehr, sehr guten Deal eingefädelt. Raphael Boré, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Ihn holte man ablösefrei von River Plate, obwohl sein Marktwert bei 17 Millionen Euro liegt. Also gut Job, muss man hier einfach sagen. Weitere nicht gesetzte Spieler der Eintracht gingen per Laie oder ablösefrei. Auf der Zugangsseite steht außerdem noch Jens-Petter Heuge. Er gilt als sehr, sehr großes Talent, kommt erstmal auf Leihbasis von AC Mailand. Bereits in Dortmund konnte er ja treffen. So, wir schauen mal auf die wichtigsten Spieler unseres nächsten Gegners. In der Innenverteidigung haben wir da zum Beispiel Ivan Ndicka. Er ist in der Innenverteidigung absolut gesetzt. In der letzten Saison hat er wegen weniger vereinzelter Verletzungen nur 25 Spiele mitgemacht. Dabei hat er aber 3 Tore geschossen, also bei Standards gerade Ecken aufpassen. Der Mann köpft mit seinen 1,92 Meter gerne mal ein. Noch torgefährlicher in der Innenverteidigung ist Martin Hinteregger. Er ist ganze 8 cm kleiner als Ndicka. Dafür hat er aber einen Absprung und eine Willenskraft sehr beeindruckend. Im linken Mittelfeld ist Philipp Kostic zu Hause. Lange Zeit wurde ja spekuliert, ob er die Eintracht noch verlässt, aber im Moment sieht es eher nicht so aus. So ganz in Form ist er, wie viele andere, noch nicht. Auch in der letzten Saison kam er nicht an die Leistung der vorletzten Saison ran. Trotzdem kann er natürlich immer wieder für starke Dribblings und Tempoläufe sorgen. Ein Player to watch ist Jesper Lindström, ich habe ihn ja eben schon angesprochen, 21 Jahre jung, sein Marktwert liegt bei 7 Millionen Euro. In der letzten Saison schoss er 9 Tore und gab weitere 9 Vorlagen für Brøndby. Bislang hat er in allen Spielen mitgewirkt, jedoch nicht über die vollen 90 Minuten. Den Abgang von David Silva soll der 17 Millionen Euro Neuzugang kompensieren. Raphael Boré. Wie gesagt, ablösefrei holte man ihn von River Plate. In der letzten Saison schoss er wettbewerbsübergreifend 8 Tore in 23 Spielen. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber in Ordnung. Wir kommen zu einer möglichen Ausstellung der Eintracht gegen unsere Arminia. In Dortmund haben sie mit einem 5-2-2-1 gespielt und gegen den FC Augsburg in einem 4-2-3-1. Ich gehe mal davon aus, dass sie es gegen Arminia wieder in einer 4-2-3-1-Formation probieren, da die taktische Ausrichtung vom FCA in etwa gleich mit der von unserer Arminia ist. Im Tor ist natürlich Kevin Trapp gesetzt. Die beiden Außenverteidiger werden auf der rechten Seite Da Costa und auf der linken Seite Lenz. Die Innenverteidigung bildeten Dicker und Hinteregger. Im zentral-defensiven Mittelfeld spielt Shaw und Rustic, im zentral-offensiven Mittelfeld Lindström, auf den beiden Außenpositionen im offensiven Mittelfeld links
Kostic und rechts Heuge. Und im Sturm spielt natürlich Boré. Wenn ihr von der Eintracht auf Frankfurt kommt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mit dieser Aufstellung so mitgeht oder ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Oder auch generell fürs ganze Video, schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare. Damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von diesem Video. Lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!